Ey, mich sieht man ja fast gar nicht. Hallo und herzlich willkommen in Grilljunkies Hardware-Ecke. Ja, Black and White Bild für mein Schatzi. Ich werde in diesen 1, 2, vielleicht auch 3 Videos den neuen PC für meinen Schatz zusammenbauen. Warum hat es jetzt so lange gedauert? Ja, ganz einfach, ich habe erst wieder ein bisschen Kohle zusammenkratzen müssen, um diese wunderschönen Sachen hier alle kaufen zu können. Der Kenner weiß, was das ganze Zeug kostet. Ich sage jetzt nichts dazu, weil Schatzi hockt noch im Hintergrund und die wird mich sonst wahrscheinlich erschlagen. Ja, was haben wir hier Schönes? Ein Fraktaldesign Focus G oder G, wie man so auf Englisch sagen möchte. Das war ja noch eins von den günstigeren Towers. Und warum habe ich den ausgewählt? Der hat hier vorne noch 2 5,25 Zoll Schächte. Da kann ich nämlich noch ein großes Laufwerk rein machen und unseren Card wieder vorne rein. Den brauchen wir nämlich ab und zu noch. Ja, dann habe ich hier jetzt eine H100i Elite Capellix von Corsair. Dazu 3 zusätzliche LL120 Lüfter. Jetzt tue ich die mal auf die Seite, dass man mich ein bisschen besser sieht. Schöne Wasserkühlung, nicht zu groß, die reicht für den Prozessor mit Sicherheit aus. Ja, dann haben wir hier eine eine PCI Express vierfach, also keine dreifach, wie ich am Anfang bei mir drin gehabt habe, sondern gleich die vierfach NVMe M2 SSD, dieselbe habe ich ja bei mir nachträglich auch noch eingebaut. Die darf jetzt ihren Dienst dann in dem Rechner tun. Dann haben wir hier schöne Corsair Vengeance Arbeitsspeicher. Ja, ihr merkt, ich bin hier jetzt ziemlich komplett auf Corsair umgestiegen. Warum? Weil mich das Programm, was ihr auf meinem drauf habt, für die Steuerung einfach ein bisschen aufgeregt hat. Und ich hoffe, dass ich das dann mit der Corsair-Steuerung alles wunderbar regeln kann. Ja, dann haben wir hier das Mainboard, was ich bei mir zuallererst drin hatte. Es ist ja auch eins von den neueren, das ROG Strix B550F Gaming. Ein sehr gutes Board. Ja, und es ist ja eigentlich alles selber gekauft, nichts gesponsert, außer der Ryzen 7 3700, den mir damals ein Zuschauer zugeschickt hatte mit Mainboard. Ja, das Mainboard kommt jetzt bei mir doch nicht mehr zum Einsatz, dadurch, dass ja das jetzt frei geworden ist. Und diese Sachen werde ich jetzt in diesem Video alles in das Case verbauen. Und dann im nächsten Video werden wir dann den alten PC von Schatzi zerlegen. Da kommt dann noch das Netzteil raus, eine SSD und die Grafikkarte. Ja, also dann würde ich mal sagen, legen wir los hier, werden wir groß. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. So, gerade noch hinten den Blu-ray Brenner geholt, den schmeiße ich jetzt hier in diesen Rechner auch mit rein. Das ist das neueste Modell, ja, an optischen Laufwerken, was ich da habe. Sonst waren alle anderen Geräte bloß DVD-Brenner. Ob der Speicher jetzt mit den 3600 MHz wirklich auf den Ryzen 7 läuft, weiß ich noch nicht, aber runtertakten kann man immer noch. Auf alle Fälle. Ja, das Board habe ich ja Wixen Ryzen 9 damals gekauft. Sollte da ein größerer Prozessor reinkommen, dann läuft der mit Sicherheit schön mit den 3600. Gleich mit 32 GB. Wenn schon, denn schon. Und ja, dann zeige ich euch noch das andere, was auch noch mit hier in diese Front rein soll. Ja, sehen wir nachher dann die 2 Schächte. Und ja, genau.
Dieses Kartenlesegerät ist das zweiteilig. Ja, das obere ist das Kartenlesegerät und das untere ist vom Tower. Dieses Kartenlesegerät will ich eben dann drüben mit einbauen. Da muss ich beim anderen Rechner schauen, dass ich eben das Ding hier in so eine Blende reinschnitze. Wenn nichts dabei ist, muss ich da selber ein bisschen schnitzen. Aber ich glaube, das kriege ich dann auch noch hin. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir am neuen Rechner weiter. Das Board kennen wir ja schon. Den Ryzen Prozessor habe ich ja zuletzt in das andere Board reingesteckt gehabt, habe ich aber eben hinten schon wieder in das Board zurückgestöpselt. Ja, und dann würde ich mal sagen, fangen wir gleich mit der PCI Express 4.0 NVMe M2 an, die zu installieren. 1 GB reicht vollkommen aus. Ja. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich das kleine Schräubchen da drin gelassen habe oder ob ich das erst suchen muss. Nein, das steckt drin. Wunderbar, wunderbar. So. Wenn ich denke, was das früher für Klopper waren. So, ordentlich. Ordentlich einstecken. Nach unten und das Schräubchen wieder rein. Hier können wir jetzt noch eine zweite reinstecken, aber für was? Wir haben noch normales SSD-Laufwerk und fertig, das reicht dann vollkommen aus. Normal hätte die Festplatte jetzt auch schon ausgereicht. Die zweite SSD ist halt dann ja, Speicher, Datengrab. Gut, Speicher, 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 Arbeitsspeicher. Hängt der Fussel dran, kommt nachher rein, weil jetzt muss ich mich erst einmal mit der Wasserkühlung auseinandersetzen, um zu gucken, was ich hier dran jetzt umbauen muss. Wahrscheinlich die zwei Halter wieder runter und die von der Wasserkühlung hin. Und das mache ich jetzt so. Ach, jetzt kapiere ich das ganze System. Dieser Wasserkühler wird auf den Originalhalterungen festgemacht. Nicht so wie bei meinem. Alles klar. Dann kann das Mainboard. Also hier kommen die anderen Klammern dann drauf. Ja, gut. Dann kann ich die Wasserkühlung erst einmal wegräumen. Die brauchen wir dann erst später. So Leute, ich musste mich jetzt erst einmal schlau machen, weil auch so eine Corsair-Wasserkühlung habe ich jetzt zum ersten Mal in der Hand. Und wie gesagt, ich habe jetzt erst einmal geguckt, wie wird der Pumpheader, der Kühlkopf, auf der CPU montiert. Weil bei meiner ROG Strix-Kühlung, Kompaktkühlung, Ayo heißt, war es ja so, dass ich da die Originalhalter weggeschraubt habe und komplett festgemacht habe. Aber bei dem ist es jetzt wieder anders und woher sollte ich das vorher wissen? Gut, dann können wir die Arbeitsspeicher draufstecken und danach geht es dann eigentlich schon mit dem Case los. Mainboard rein und so weiter und so fort. Aber hat es dann geheißen bei der Corsair, dass da... Commander noch dabei ist. Oh. Buh. Genau. Der Yoshi hier wird mir dann nämlich die komplette Lüftersteuerung da drin übernehmen. Wunderbar, wunderbar, ist dabei. Jetzt habe ich schon gedacht, das Ding fehlt. Egal, machen wir weiter, bevor das Video zu lang wird und wieder keiner mehr anschauen will.
Mainboard wieder her. Man hätte können Fahrradkette oder so ähnlich. Ich habe mir jetzt ganz einfach für die entschieden. Die haben mir gefallen. Und ja, ich wollte halt ein Corsair-Bild haben. Dieses Mal. So. Geh auf. Und eins kann ich ja auch gleich dazu sagen. Dieser PC ist nicht dazu jetzt gedacht, dass der fett übertaktet wird. Eigentlich gar nie nicht. Der soll eigentlich immer ordentlich stockt laufen. Ganz normal. Und das ganz stabil. Und ordentlich. Na, genau, du Feigling. Ach, bist du schon drin. Und dazu einfach eine schöne Figur machen. Auch wenn er nachher halbwegs unterm Schreibtisch verschwindet. Ich weiß, was da drin steckt. Und ich freue mich jeden Tag drüber. Und somit wäre das Mainboard soweit schon vorbereitet. Wie gesagt, der Pumpheader Kühlkopf wird hier bloß über die zwei Klammern festgemacht. Ja, und dann können wir auch schon gucken, wie wir das Board in das Case reinbringen. Wie gesagt, ein relativ einfaches Case. Vorne zwei USB-Anschlüsse, das normale Kopfhörer und Mikrofon, Ein- und Ausschalter und der Reset-Taster, fertig. Die zwei Schächte eben, hinten nichts, auf der Seite ist das Glas oder Acryl, ich denke, das ist durchsichtiges Acryl, also das ist Kunststoff. Wirklich ein ganz einfaches Gehäuse, ein ganz einfaches Case. Nichts ultra außergewöhnliches. Stahlblech, kein Aluminium. So sieht die Hupe von hinten aus. Auch nichts außergewöhnliches. Dann schaue ich mir jetzt hier mal noch die Case-Anleitung an, ob ich hier noch irgendwas Spezielles rauslesen kann. Ja, man kann an der Rückseite noch eine kleine Festplatte installieren. Und wenn man den hier rausschrauben kann, dann schraube ich den vielleicht sogar raus. Weil den brauche ich ja im Prinzip gar nicht. Den Eumel. Es ist doch immer wieder schön, wenn Katzen irgendein Spielzeug haben. Hey Kasi! Tja, die wechseln sich anscheinend ab. Tja. Mainboard wäre schon mal drin. Der Käfig hier ist rausgeschraubt. Wie gesagt, auf der Rückseite mache ich dann die kleine Festplatte hin mit den vier Schrauben. Die kommt aber auch erst, wenn die aus einem anderen Rechner rauskommt. Kommt hier dann ein schönes Netzteil rein. Vorher eben die Festplatte. Angefangen zum Verkabeln habe ich auch schon. Die, was hier oben drauf sind, die Anschlüsse, das ist eben das hier alles. Tja, und die zwei Original Fraktal Design Lüfter, die kommen jetzt natürlich raus. Und dann können wir eigentlich wirklich schon mit der Wasserkühlung, mit der Ayo weitermachen. Beziehungsweise hier oben kann ich noch schnell das optische Laufwerk reinschrauben. Und hier wird dann der andere Käsekuchen reingebastelt. Tja, Kasimir, guckst du, ob das jetzt alles in Ordnung ist hier? Ganz gelangweilt. Tja, dann, Lüfter sind draußen. Alles soweit fertig, dass wir jetzt mit der Ayo weitermachen können. Hörst du auf? Da wird nicht rumgekrabbelt.
hau jetzt ab. Komm, runter. Runter vom Tisch. Hörst du mal wieder nicht? Runter! Psst. Ja, ich glaub's ja gar nicht. Ja, wie soll ich hier jetzt weitermachen? Hallo, hallo, hallo. Leute, ich muss erstmal den Kater entsorgen. Mann, gehst du mir auf den Senkel. Du dickes Vieh. Hm? Ach, ein Arschätzer. Nein. Verschwind jetzt. Tja, dann würde ich mal sagen, mache ich mich jetzt schlau, wie ich den Kühlkörper, den Radiator, da reinbaue, wie die Lüfter dann hinkommen und wie ich dann die anderen Lüfter noch neu mache. Und. Also ich habe noch jede Menge Arbeit. Und das Blu-ray-Laufwerk kann ich erst wieder hinmachen, wenn die Front, oder kann ich erst reinbauen, wenn die Frontblende dran ist, weil das steht hier an. Also ich kann nicht das Blu-ray-Laufwerk neu bauen und dann die Frontblende drauf machen. Ich muss erst die Frontblende hinbauen. Ja, gut, machen wir weiter. Man kann sich jetzt darüber streiten, wer es nicht so genau genommen hat mit den Lochabständen, ob Fraktaldesign oder Corsair. Aber in dem Falle gehe ich mal von Fraktal aus. Wie gesagt, das ist eins von den Billiggehäusen. Aber es reicht eigentlich vollkommen aus. Und so von der Höhe könnten die Löcher halbwegs passen, aber von der Breite absolut sehr komisch. Also ich kann hier den Lüfter oder hinten jetzt die Schrauben hier nicht neu würgen. Es fehlt ein Millimeter circa nach drüben und es geht hier komplett runter. Hier die mittleren Schrauben habe ich noch gar nicht probiert, ob ich neu kriege. Ich hole mir jetzt einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und bohre einfach die Löcher auf. Dann habe ich da auch kein Gewinde mehr drin. Dann kann ich die nämlich auch sauber durchstecken und muss die nicht in zwei Gewindegänge reinschrauben. Also ich müsste ja erst doch das Gehäuseblech festschrauben und dann erst den Radiator. Naja, so steckt man die Schrauben nachher einfach durch und schrauben es fest. So, die Löcher aufgebohrt und mit dem Staubsauger alles abgesaugt, noch mit dem Magneten nachgefahren. Naja, und ich hoffe wirklich, dass ich alles da drin erwischt habe. Und jetzt können wir mal den Radiator von hinten hinhalten. Und dann sieht man schon, dass man jetzt wenigstens alle Gewinde vom Radiator sehen kann. Zumindest fast. Also wie gesagt, das ist, tja, ist halt so, wenn man eins von den billigen Gehäusen nimmt, wird mir in Zukunft mit Sicherheit nicht mehr passieren. Weil ab jetzt definitiv nur noch komplett hochwertig. Aber das hätte ich selber jetzt auch nicht gedacht. Gut, dann schraube jetzt die Lüfter fest. So, Rückseite jede Menge, 1 Milliarde Kabel. Ups, der Frontseite mache ich jetzt gleich das Ding wieder hin. Das Ding kann man schon mal rausbrechen, wenn es denn geht. Na komm raus, du Feigling. So, hier drin sieht es jetzt so aus. Lüfter. Radiator und den hier weiß ich jetzt noch nicht, ob ich ihn hier hinschraube oder dann hier hin.
habe ich zwei Positionen. Also der kommt auf alle Fälle unten hin, ist dann wahrscheinlich dauerhaft weiß beleuchtet. Der Pumpenkopf ist drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Originalbefestigung, die Combo gefällt mir gar nicht. Gefällt mir das von meinem anderen, wie es ist, wesentlich besser. Aber nun ja, das ist jetzt so. Hier haben wir die Folie gleich weg. Ja, und dann geht's weiter mit Netzteil, beziehungsweise hier hinten dann noch die SSD hinschrauben und so weiter und so fort. Dann kann ich jetzt heute gar nichts mehr machen, großartig. Außer noch die Front hinmachen und das optische Laufwerk oben. Nein. Ja, das mache ich jetzt noch und dann werde ich es für heute oder für heute Nacht auch gut sein lassen. Ja, gegen Einse. Heieieiei. Ja, müde. Klick, klick, klick. Ich hoffe doch mal, dass das hier dann schön durchschimmert, durchleuchtet. Okay. Dann muss ich das optische Laufwerk eins weiter unten reinmachen. Warum? Steht oben an der Lüfter an. Was ich jetzt noch machen könnte, wäre eben den Commander anstecken und ja irgendwo hinkleben, aber das hebe ich mir definitiv auf, bis das Netzteil drin ist. Weil dann kann ich den Strom auch gleich fertig anklemmen. Ja, genau so schaut's aus. Und deswegen mache ich jetzt Feierabend. Räume noch das ganze Zeug hier auf, dass wir morgen schön frühstücken können. Ja, und dann geht morgen, übermorgen hier weiter. Gut. Ende Teil 1, Black and White. Leute, das mit dem Commander hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich habe jetzt komplett angesteckt alles, also bis auf Strom und USB. Und jetzt will ich einfach mal probieren, ob der Gehäusedeckel noch zugeht, wenn ich den dann hier hier so festkleben würde. Da bin ich jetzt echt gespannt. Weil ansonsten habe ich, glaube ich, nämlich ein Problem. Aber hier ist eine kleine Ausbuchtung. Also könnte das funktionieren. Oh, Glück gehabt. Also das funktioniert auf alle Fälle, dass ich den dann da oben festklebe. So. Und jetzt kann ich endlich Feierabend machen. So wie ich das vorgehabt habe. Den Deckel noch drauf machen. Und dann das ganze Ding auf die Seite stellen. Gute Nacht.